Klaus Kinski war ein Anti-Held, macht auch Filme wegen dem Geld. Er lebte bis 1991, tat an Sterben, die Welt fiel in Scherben. In Satan der Rache, da war er der Rächer. Auch Wolzeck und Fitzcarraldo sind echte Brecher. War oft der Schuft, selten der Filmheld. Ein Mann von Welt. Mach dich unbeliebt, ecke ruhig an. Sag deine Meinung jedem, Kind, Frau oder Mann. Der Fluch des Vierten, fürchte ihn nicht. Schau hin mit das Kinski, bilde dich, bilde dich. Peter Lorre, auch nicht gerade einfach. Dreimal verheiratet, hatte eine Tochter. War der Mörder in M, einem Fritz Lang Film. Und selbst als Detektiv Mr. Motor tat er killen. Er war ein großer Charakterschauspieler. Oft der ganz Böse, manchmal auch ein Lieber. Filme wie zum Beispiel Der Verlorene. Die braucht auch der Nachgeborene. Mach dich unbeliebt, ecke ruhig an. Sag deine Meinung jedem, Kind, Frau oder Mann. Der Fluch des Etablierten, fürchte ihn nicht. Schau Filme mit Peter Lorre, bilde dich, bilde dich. Und an all die, die wirklich glauben, dass Klaus Kinski war ein mieses Schwein, lasst euch von diesen Lügen nicht verpesten. Haltet zu eurem schwierigen Idol. Peter Lorre in Der Verlorene, das war genial. Zu anspruchsvoll für damals, für Faschos eine Qual. Klaus Kinski war sehr stolz, er hat sich nie verwandelt. Er hat das Kino verziert und nicht verschandelt. Mach dich unbeliebt, ecke euch an. Sag deine Meinung jedem, Kind, Frau oder Mann. Der Fluch des Etablierten, fürchte ihn nicht. Niemals vergessen wir Kinski und Lorre. Kinski und Lorre, niemals vergessen wir Klaus und Peter. Yeah.